Der traditionelle Energiestandort Schwarze Pumpe, zwischen Spamberg und Hoyerswerda gelegen, ist ein zuverlässiger Partner der Region. Das Vattenfall-Europ-Kraftwerk Schwarze Pumpe ist nicht nur einer der größten Arbeitgeber, sondern seit vielen Jahren auch ein wichtiger Förderer von Kunst und Kultur. Diese Schwarze Pumpe, die dem Ort und dem Kraftwerk seinen Namen gibt, ist der Beginn der neuen Ära von Kunstpräsentationen in dem modernen Energieerzeuger. Der Ortsname Schwarze Pumpe ist historisch bedingt. Im Dreißigjährigen Krieg schützt eine List die Bürger des Ortes vor Plünderung und Raub. Sie streichen die Wasserpumpe schwarz an, ein Zeichen dafür, dass hier die Pest herrscht. Die List ist erfolgreich. Der Ort bleibt verschont. Diese schwarze Wasserpumpe ist das erste symbolträchtige Kunstobjekt. Geschaffen vom Hoyerswerdaer Künstler Manfred Vollmert, ein Auftragswerk der Firma Alstom, einem der Kraftwerkserbauer. Die Pumpsche Vielfalt nimmt am 28. Mai 1998 ihren Lauf. Erstmals öffnen sich die Pforten für die Galerie im Kraftwerk. Dass Kunst etwas mit Vitaminen zu tun hat, beschreibt Professor Jörn Merkert, Direktor der Berlinischen Galerien. Er sagte, mit der Kunst ist das wie mit den Vitaminen. Wenn man sie zu sich nimmt, dann merkt man das nicht. Aber wenn man sie nicht hat, dann geht das ganz schnell an den Gesundheitszustand. Und es gibt ja auch so etwas wie einen geistigen Gesundheits- und emotionalen Gesundheitszustand. Aber wie so manches teurer geworden ist und manchmal auch punktuell Gehälter gestiegen sind und angesichts der ganz großen Belastung, die jetzt durch die Fertigstellung von Schwarze Pumpe von ihren Schultern genommen ist, könnte man ja vielleicht auch überlegen, den Vitaminstoß bei den Künstlern etwas zu erhöhen und an die Realität heranzuführen. Das wäre natürlich ein wunderbares Geschenk. Professor Merkert würdigt das künstlerische Engagement des FEAG-Arbeitsdirektors Dr. Martin Martini. Ohne ihn würde es diesen Kunstpreis nicht geben. An dem der heilige Martin seinen Mantel mit dem Bedürftigen teilte. Und so ist denn der Martinstag immer auch der Tag ungetrübten Künstlerglücks. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich deshalb ganz ausdrücklich und zuallererst bei der Werksleitung des Kraftwerks Schwarze Pumpe bedanken. Bei Herrn Buchsch und beim Kraftwerkschef Herrn Kirmse. Auf der ersten Kunstausstellung sind Werke der ersten 5 Kunstpreisträger der Vereinigten Energiewerke AG zu sehen. Die ostdeutschen Kunstpreisträger Petra Albrecht, Sabine Herrmann, Roland Nikolaus, Frank Nitsche, Walter Sachs und Frank Torno zeigen 50 Gemälde und Grafiken. In den monumentalen Werken von Sabine Herrmann kann man zum Beispiel sehr gut nach innen horchen und sehen, wie in Bildern die Farbe plötzlich zu Licht wird. November 98. Die Berliner Künstler Christian Bedeschinski und Ludwig Preis zeigen, dass ein Kraftwerk überraschende und überwältigende Motive für den Fotografen bietet. Diese dritte Ausstellung beschäftigt sich nun mit 2 Künstlern, denen man, glaube ich, nicht Unrecht tut, wenn man ihre besondere Heimatverbundenheit in den Vordergrund rückt. Irmgard Kulé und Kurt Klinkert, die beide nicht aus dieser Region stammen, aber in dieser Region gewirkt haben und hier verwurzelt sind. Ihr Wirken ist im Wesentlichen geprägt von dem gesellschaftlichen Umfeld der Nachkriegsjahre, von den Verhältnissen in der DDR, mit der durch den Braunkohlebergbau unabsehbar veränderten Landschaft, mit den Veränderungen der Städte, aber auch, und das kann man in diesen Bildern zum Teil spüren, im Umgang mit der sorbischen Kultur.
Auch dem Lausitzer Fotokünstler Michael Vogler bietet die Galerie im Kraftwerk eine interessante Möglichkeit, seine Werke zu zeigen. Ganz besonders freut uns die Anwesenheit unseres ehemaligen kaufmännischen Leiters, Herrn Buksch. Wir wissen ja alle, dass insbesondere seinem Engagement es zu verdanken ist, dass diese Kunstausstellung zu einem festen Bestandteil in unserem Kraftwerksleben geworden ist. Ich darf Sie einladen, die Kunstwerke in Besitz zu nehmen, geistig natürlich nur. Auf beeindruckende Weise widerspiegeln die Fotos von Michael Vogler ungewöhnliche Blickwinkel auf Details und Gesamtansichten. Mit Eberhard Krügers Land Art stellen wir im Kraftwerk Schwarze Pumpe erstmals diese Kunstrichtung vor. Land Art, also ein schönes englisches schöner englischer Ausdruck, den man aber auch deutsch aussprechen kann, glaube ich, oder? Land Art, nein, Land Art, Landschaftskunst. Eberhard Krüger und Willi Bude, nehmen Sie bitte nachträglich die Glückwünsche entgegen hier der versammelten Gemeinde. 90 Jahre wird man nicht jeden Tag. Zu zweit ist es nicht so schwer. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Sie haben also, Herr Krüger, im Februar Ihren 50. Willi Bude im selben Monat seinen 40. Geburtstag begangen. Und in einer Zeit, wo so viel von Synergiepotenzialen gesprochen wird, ist es sicherlich eine riesige, gute Idee, dass man einen Geburtstag gemeinsam feiert. Und eine schönere Feier mit mehr Gästen als diese könnten Sie sich sicher kaum wünschen. Landart, Landart, die Gestaltung der Landschaft mit künstlerischen Mitteln, also Zeichen in die Landschaft setzen. Wo ist das nicht angebrachter als in der Lausitz? Die Bilder Willi Buders erzählen uns Geschichten. Die Thematik bestimmt dabei die Art und Weise der Darstellung. Ein interessantes Mittel zur Steigerung der Bildaussage. Dass wir heute nun die Werke von Eberhard Krüger und Willi Bude ausstellen können, das verdanken wir in nicht unerheblichem Maße dem Leiter des Spremberger Heide-Museums, Herrn Manfred Ihle. Wolfgang Schuster, Maler aus Cottbus. Herr Schuster, aus Ihren Bildern spricht die Leidenschaft zur Malerei. Sie waren im Berufsleben Kraftwerker. Wie kamen Sie zur Malerei? Dem Malen und Zeichnen gilt seit meiner Kindheit das Interesse. Also starke Naturbeobachtungen und das Gestalten wollen, das ist eigentlich von Anfang an bei mir drin. Eine Lehrstelle als Schriftenmaler und einen Studienplatz an einer Kunstschule habe ich leider nicht erreicht. So habe ich einen technischen Beruf erlernt und später ein technisches Studium aufgenommen, Fachrichtung Kraftwerke. Aber die Malerei ist mein Hobby geblieben und heute im Vorruhestand ist das für mich Lebenserfüllung. Das Wechselspiel zwischen Erlebnis und Gestaltung. Offensichtlich ist die Landschaftsmalerei Ihre persönliche Stärke. Ja, das stimmt. Natur und Landschaft ist für mich eine riesengroße Erlebniswelt und die möchte ich auch gestalten. Aber wenn ich ein guter Landschaftsmaler sein will, dann muss ich auch Porträt, Figur und Stillleben, Interieurs malen können. Im Rahmen der 6. Kunstausstellung übergibt Sabine Köhne, die Frau des verstorbenen Berliner Malers Werner Köhne, den Kraftwerkern drei besonders großformatige Bilder als Dauerleihgabe. Und zum anderen bin ich aufgeregt, weil seine Bilder in einer ganz neuen Umgebung hier sich einem völlig neuen Publikum präsentieren. Und sie waren seinerzeit nicht für diese Wände hier konzipiert. Und ich bin aber auch sehr glücklich, dass sie doch hier
sich hervorragend an diesen wirklich monumentalen Wänden dieses Personalrestaurants präsentieren können. Zum 7. Male ist die Galerie im Kraftwerk Plattform für einen Künstler und sein Werk. Mit Dietrich Lusici präsentiert ein Künstler ein Werk, die unserem Bemühen nach Vielfalt und Abwechslung doch sehr entsprechen, wie eine Vielzahl unserer Gäste, unserer treuen Gäste, darf ich schon sagen, uns am heutigen Tag wohl sicher bestätigen kann. Lusici, zu Deutsch der Lausitzer, stellt in Schwarze Pumpe großformatige Bilder, Skulpturen und Keramiken aus. Die Skulpturen fertigte er aus Restmaterial in der Werkstatt des Kraftwerkes. Er nutzt die Weite des Foyers mit einem Wandbild, das sich über alle drei Etagen erstreckt. Der im Spreewald geborene Dietrich Lusici zeigte seine Werke bisher in mehr als 60 Einzelausstellungen in renommierten Galerien der ganzen Welt. Erstmals werden ausländische Künstler in die Galerie im Kraftwerk eingeladen. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Guten Tag, Herr Wyszpycki. Ich habe gehört, Sie haben bereits in Weißwasser und in Niesky Ausstellungen gehabt. Und ich frage Sie, ob Sie Interesse haben, auch in Kraftwerk Schwarze Pumpe auszustellen. Jesteśmy bardzo zainteresowani. Wir sind daran sehr interessiert und glücklich, unsere Bilder bei Ihnen ausstellen zu dürfen. Ich meine damit die Ausstellung Familienkunst im Kraftwerk Schwarze Pumpe. Vielleicht könnten wir uns darüber jetzt etwas unterhalten und organisieren. Wir haben im Kraftwerk Schwarze Pumpe drei große Foyeretagen und da könnten wir eine sehr schöne Ausstellung vorbereiten. Es ist für uns eine Freude, eine gemeinsame Ausstellung mit meinen Töchtern Aletta und Cornelia zu organisieren. Aletta ist Absolventin in der Kunstakademie in Wrocław und Cornelia studiert am Kunstinstitut in Zielona Góra. Ich stelle mir vor, dass das eine sehr interessante Ausstellung wird. Und ich würde mir gerne mal jetzt in Ihrem Atelier einige Bilder von Ihnen anschauen. Könnten wir dorthin fahren? Selbstverständlich. Na, bitte. Frau Schilling, ich mache Ihnen den Vorschlag, dieses Bild auf der Ausstellung zu zeigen. Ich denke, es ist wert, präsentiert zu werden. Dieses Bild entstand bereits im Jahre 1985 und hat seine eigene Geschichte. Das nächste Bild, welches ich in Schwarze Pumpe ausstelle, ist dieses hier. Ich gehe davon aus, dass es einige Besucher, so wie ich, mögen werden. Weiter führt uns der Weg vom Atelier des Vaters in Żary nach Wrocław zu seiner Tochter Aletta. Nach einem kleinen Stadtbummel besuchen wir die junge Malerin. An der Staffelei schauen wir ihr bei der Arbeit zu. Ihre Liebe zu den Tieren ist nicht zu übersehen. Mein Name ist Aletta Wierzbicka. In diesem Jahr mache ich den Abschluss als Grafikerin an der Kunstakademie in Wrocław. Ich freue mich auf die Möglichkeit, meine Werke in der Galerie in Schwarze Pumpe mit meinem Vater und meiner Schwester Cornelia zeigen zu können. Zum Thema Kraftwerk und Stadt Spremberg zu sagen, das sind wie die Schwestern Aletta und Cornelia. Sie gehören zusammen und sind doch je auch ein bisschen verschieden. Herzlich willkommen, liebe Wierzbickis, Mutter, Vater
und zwei zugegebenermaßen sehr elegante Töchter, die nicht nur Künstlerinnen sind, sondern von denen man nicht nur die Werke gern anschaut, sondern auch sie selbst. 75.000 Menschen sind seit der ersten Ausstellung hier in diesem Kraftwerk an Bildern oder anderen Exponaten vorbeigegangen und sind dort manchmal verweilt, haben das eine oder andere länger beschaut. Und auch wenn sie nicht für die Bilder kamen, sondern vielleicht um die Technik des Kraftwerks kennenzulernen, haben sie doch einen lebendigen Eindruck auch von Kunst mitgenommen. Und ich finde, Herr Bürgermeister, das ist auch eine Zierde für Ihre schöne und so junge Stadt Spremberg. Die Laudatio zu den polnischen Künstlern hält Dr. Hans Mirczin, Mitarbeiter in der unteren Denkmalschutzbehörde Bautzen. Familienkunst hat Josef Wirtschbitzki die Ausstellung genannt. Im Erdgeschoss sehen Sie die Bilder und Grafiken des Vaters. In der ersten Etage Malerei und Grafik der jüngeren Tochter, Aletta Alexandra. In der zweiten Etage Fotografien der mit Verlaub älteren Tochter, Cornelia Katarzyna. In der dritten Etage Pani, in der vierten die Babka. Itak Dalje. Nie, nie, nie. Zaskoczony jestem. Tak? Tak, będę. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Der erste FEA-Kunstpreisträger Roland Nikolaus zeigt nunmehr in einer Personalausstellung seine Werke. Anlass ist der 10. Jahrestag der Überreichung dieses Kunstpreises. Roland Nikolaus stellt im Kraftwerk Malerei sowie Collagen und Assemblagen aus. Eine Vielzahl der Werke ist erstmals der Öffentlichkeit zugänglich. Diese Ausstellung ist auch als Dank an Roland Nikolaus zu verstehen, der mit viel Herz die erste Präsentation der Kunstpreisträger der FEAG organisiert hatte. Also ein ganz flimmriges Bild, ohne die Gesichter zu erkennen von dem Wurstessern, weißt du? In den vergangenen 10 Jahren habe ich nicht nur aufgeschlossene und interessierte Gesprächspartner bei der FEAG gefunden. Ich fand dort auch Freunde und Freundinnen. Und was wäre glücklicher für einen praktizierenden Künstler, als sich mit einer Ausstellung dafür bei Ihnen allen herzlich zu bedanken. Danke sehr. Sag mal, durchschneiden und fallen lassen. Zack. So, wunderbar. Aber nicht nur Ausstellungen werden eröffnet. Seit Juni 2000 führt nun ein Radwanderweg am Kraftwerksgelände vorbei. An diesem Tag ist gleichzeitig Himmelfahrt und Kindertag. Gewissermaßen ein Tag für die ganze Familie. Als traditionelles Wanderwegfest lockt es nun schon über mehrere Jahre am Himmelfahrtstag tausende Besucher aus der Lausitz nach Schwarze Pumpe. Ob alt oder jung, jeder findet seine Beschäftigung. Die Kinder erfreuen sich besonders an der Bastel- und Malstraße. Tatkräftig unterstützt wird die alljährlich stattfindende Veranstaltung von der Stadt Spremberg, dem regionalen Fremdenverkehrsverein, dem Kinder- und Jugendheim und von ansässigen Firmen. Mit Eva D'Souza stellt erstmals eine Künstlerin vom amerikanischen Kontinent aus. Amuleto, die Kunst des Maskenbauens.
Ich bin Eva de Souza, ich komme aus Bahia. Ich leite in Salvador das Haus der Maske, das Kulturhaus der Masken. Dort beschäftigen wir uns mit dem Maskenbau und verstärken wir diese Tradition, wo wir Material wiederverwenden, Masken zu bauen. Ich habe in Berlin Schauspiel und Pantomime studiert und ich habe dadurch dann die Möglichkeit, mich mehr mit der Maske zu beschäftigen. Ich lebe seit wieder 5 Jahren in Salvador, Bahia. Und ich bin jetzt hier in Springbergen durch das Kulturhaus El Globen von Potsdam gekommen, um die Workshops hier zu leiten und gleichzeitig meine Ausstellung aufzubauen. In mehreren Workshops fertigen Kraftwerker, Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Spremberg sowie Schüler des Spremberger Strittmatter-Gymnasiums und des Kinder- und Jugendheimes unter Anleitung von Eva de Souza zahlreiche Masken an. Musikalisch-literarische Abende und Lesungen bereichern die kulturellen Angebote im Kraftwerk. Drehbuchautoren wie Hermann Schoche, bekannt durch die Krimiserie Tatort und den Film 7 Sommersprossen, begeistern die Zuhörer. Waltraud Skoddo aus Hoyerswerda liest unter anderem aus Porträts von Persönlichkeiten der Lausitz. Herr Manfred Pohl, der Leiter dieser Baustelle, erzählte mir eine Geschichte, die für diesen Betriebsteil wohl bezeichnend ist. Ein junger Ingenieur hatte in einer bestimmten Abteilung eine seiner ersten Aufgaben zu lösen. Und das gelang ihm auch gut. Eines Tages stand er tiefsinnig vor einem Stahlgehäuse und betrachtete genau eine eiserne Öse, die aus einer Platte ragte. Sein Chef fragte ihn, warum er so nachdenklich wäre. Ich verstehe die Welt nicht mehr, platzte er heraus. Diese Öse war einmal meine Arbeit. Ich habe sie ganz genau berechnet. Das richtige Material, die richtige Stärke, die richtige Stelle. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Und kein Schwein auf dieser Baustelle kümmert sich drum. Diese winzige Begebenheit sagt etwas über das Wesen dieser Arbeitsstelle aus. Es ist jedem klar, dass es eine Katastrophe gäbe, hätte dieser junge Mann seine Aufgabe nicht gewissenhaft gelöst. Aber gerade deshalb wird die Arbeit des Einzelnen nicht besonders erwähnt. Hier auf dieser Baustelle ist jeder wichtig. Die 10-jährige Wiederkehr der Baustelleneröffnung ist für Kraftwerksleiter Norbert Schulz Anlass, einen Blick zurückzuwerfen. Ganz besonders freue ich mich, dass durch 4 namhafte Fotografen das Werden und Wirken die erste Dekade des Kraftwerkes Schwarze Pumpe begleitet und nicht nur das impulsante Werden, sondern auch das besondere und ausstrahlende Wirken bildlich festgehalten wurde. In Ergänzung dazu haben wir einen Wettbewerb unter Fotoamateuren ausgelobt. Werte Gäste, lassen Sie sich überraschen. Preisträger im Amateurwettbewerb sind Annegret Hengstwert-Dilz aus Spremberg, Bernd Schnabel aus Görlitz und Günter Georgi aus dem saarländischen Hausweiler. Ein Sonderpreis geht an den Kraftwerker Bernhard Hansmann. Im Namen der 4 Profi-Fotografen Christian Bedeschinski, Rainer Weißflug, Richard Klieche und Uwe Dobrich führt der Macher der Ausstellung Christian Bedeschinski in die Fotoshow ein. Wir sehen uns also Aufnahmen gegenüber, die auf der einen Seite sehr strikt irgendwelche Details
betrachten, auch aus der Sicht der Profis, zum Teil sehr streng reglementiert, Sie werden es dann sehen. Dann sehen wir uns Aufnahmen gegenüber, die das Kraftwerk zur Wirkung bringen in der Region, also in der Lausitzer Landschaft, in dem vornehmlich flachen Gebiet. Wir sehen das Kraftwerk in unterschiedlichen Stimmungen, in Totalen oder Details. Sie werden erleben, dass jede der Aufnahmen für sich ihren eigenen Reiz hat. Ihre Lieblingsaufnahme werden Sie mit Sicherheit für sich ausfindig machen. Da bin ich ganz sicher. Kommt, Sie müssen mal das Handwerkszeug vorzeigen. Hier, jetzt kommen Sie mal mit dem Talkshow. Was haben Sie hier für eine Kamera? Ja, Nikon. Einfach Nikon. Einfach Nikon. Ich bitte das mal nochmal deutlich zu sagen. N-I-K-O-N. Nikon. Ne? Ja, war Nikon. Okay. Ja, aber ich fühle mich hinter der Kamera sicher als hier vorne. Ja. Und das da vorne ist? Eine Digital. Eine Digitalkamera. Das ist, ja. Ist ganz was Tolles. Das sind diese zweipoligen Sachen. Brandenburger Tor, Ost und West, ein Vaterland für Sie. Wunderschön. Ich bedanke mich. Herr Schulz, jetzt kommen die vier wichtigsten Wörter der deutschen Arbeiterbewegung, die lauten: Das Buffett ist eröffnet. Ich würde eher sagen, die 11. Kunstausstellung ist eröffnet. Und nochmal einen ganz herzlichen Dank an VSG, die uns wieder ein kulinarisches Leckerbisschen dorthin gestellt haben. Vielen Dank. Herr Schulz, Spambergs Bürgermeister Dr. Klaus-Peter Schulze spricht einen Dank aus. Ich freue mich, dass zu Beginn eines verlängerten Wochenendes doch noch ein kultureller Höhepunkt hier in der Stadt begangen werden kann. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Schulz, und natürlich auch bei Ihnen, Herr Martini, für die gute langjährige Zusammenarbeit zwischen Vattenfall Europe und der Kommune bedanken. Ohne den Einsatz, ohne unser gutes Zusammenwirken, wären viele Dinge in Spremberg, die gesponsert werden, die in anderer Form unterstützt werden, nicht möglich. Und ich denke, dafür verdient dieses Unternehmen von uns allen wenigsten Beifall. Und wenn man sieht, wie viele Besucher heute sind, ich war ja auch schon mehrmals hier, so viel waren es zumindest, wenn ich hier war, nicht, zeigt, dass das inzwischen wirklich hier mit zum kulturellen Zentrum unserer Region gehört. Das sind ja nicht nur Spremberger hier, es sind ja auch, zumindest sieht man an den Autonummern aus den Nachbarkreisen viel hier, ist das ein gutes Zeichen und ich freue mich darauf, dass wir auch in den nächsten Jahren gemeinsam für die Bürger unserer Region hier etwas veranstalten können. Uns allen heute einen schönen Abend und ein schönes verlängertes Wochenende. Herzlichen Dank. Die Tanzgruppe The Flying Thunderfeet sorgt für eine besondere Umrahmung. Vielfalt, das sind die Maler Jens Langner, Carsten Greiner, Jürgen Naumann und Christine Kirmse. Künstler aus der unmittelbaren Region begehen mit 250 Gästen das 10-jährige Jubiläum der Grundsteinlegung des Kraftwerkes. Mit großer Vielfalt in Form von Malerei, Karikaturen und Plastiken sind die Werke der vier Künstler in der Ausstellung zu sehen. Christine Kirmse dankt im Namen der Künstler. Ich möchte im modernen Verbraucherjargon gleich antworten. Wir kommen im Viererpack, wir bieten hoffentlich für jeden Geschmack etwas und wir vier gestalten unsere Arbeiten nach vier. In einer meiner Ausstellungen wurde ich gefragt, sagen Sie, können Sie davon leben? Ganz gespannt wartete mein Gegenüber auf die Antwort. Und ich konnte darauf nur antworten, davon, das weiß ich nicht, aber damit sehr gut. Und ich glaube, das ist stellvertretend für uns vier zu nennen.
Wir vier bedanken uns bei dem Unternehmen Vattenfall Europe Generation für die Möglichkeit, hier ausstellen zu dürfen. Ihnen, Herrn Schulz, als Kraftwerksleiter und Ihren Mitarbeitern wünschen wir anlässlich des 10-jährigen Bestehens seit der Gründung oder seit der Grundsteinlegung weiterhin ein erfolgreiches Schaffen, interessante und gut besuchte Ausstellungen. Möge das Kraftwerk auch weiterhin ein wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt dieser Region bleiben. Wir können uns vorstellen, dass die Reihe Kunst im Kraftwerk auch einen unmittelbaren Einfluss auf das Firmenklima hat. Weht einem am Eingang Kunst und nicht rauer Werksalltag entgegen, ist dies sicher förderlich auf die Arbeitsatmosphäre. Christian Morgenstern äußerte einmal, Kunst kann nicht losgelöst existieren, sie braucht das Publikum. Und das Publikum benötigt einen Wechsel der Blickrichtungen, um klarer sehen zu können. Wir sind uns sicher, neue Einblicke und Eindrücke wirken motivierend und inspirierend auf den Betrachter. Die Vielfalt der heutigen Ausstellung trägt eventuell dazu bei. Mit dem Spruch von Emanuel Geibel möchte ich unsere Ausführungen beenden. Andere Leute sind hungrig, ein Künstlergemüt ist ewig durstig. Und ich glaube, wir nehmen es heute mal wörtlich. Unter dem Titel Figuren und blühende Landschaften stellen Horst Jurz aus Weißwasser und Gerd Hallaschk aus Pechern eine Auswahl ihrer Arbeiten im Foyer des Kraftwerkes vor. Die Malerei und die Grafiken von Gerd Hallaschk leben durch die Natur und die Menschen. Vorwiegend Pastelle und Aquarelle vermitteln Ruhe und Kraft. Horst Jurz' Bilder beeindrucken nicht nur durch abstrakte Bildformate. Seine Themen sind vielfältig. Er zaubert mit dem Licht und probiert sich immer erfolgreich in neuen Techniken aus. Begleitet wird der Abend von der Gruppe Coffee Shop. Die 14. Vernissage ist der weltweit ältesten Volkskunst Patchwork gewidmet. Es ist die bisher größte Ausstellung dieser Art in der Lausitz. Patchwork ist besonders in England zu Ehren gekommen. Die schönsten Kombinationen von Patchwork und Stickerei, die sich heute in vielen Museen befinden, stammen aus der Zeit Heinrichs des VIII. Und Handarbeiten genossen höchstes Ansehen, zumal es ja auch in England ganz große Monarchen gibt, die weiblichen Geschlechts waren. Und Elisabeth, die große Elisabeth die Erste oder Mary Stuart waren Verehrerinnen dieser Arbeiten und haben auch selbst sie praktiziert. Ja, diese Arbeiten, die wir heute sehen, die entstanden alle anlässlich der Sommerakademie im Jahre 2003 im Strittmatterdorf Bosdorf am Felixsee. Unter Leitung der Spremberger Volkshochschule widmen sich hier jährlich Frauen aus ganz Deutschland dem Patchworken und Quilten. Von Greifswald bis zum Allgäu und von Heidelberg bis Guben kamen die Teilnehmerinnen in die Spremberger Region. Auch hier war es die Initiative von Frau Seelke, die gemeinsam mit Klaus Piersig den ersten Workshop organisierte. Heute treffen sich seit 2002 jährlich etwa 80 Teilnehmerinnen für 2 Wochen in Bosdorf. Unter der fachlichen Führung von Künstlerinnen aus ganz Deutschland entstehen die textilen Kunstwerke. Und im Jahre 2004, um das Thema Männer und Frauen nochmal aufzunehmen, hat auch der erste Mann am Workshop teilgenommen. Bravo! Diese Ausstellung hat noch eine andere Besonderheit. Sie ist gewissermaßen seit 1998, also seit 6 Jahren vorangekündigt. Und
dass wir wissen ja heute, man plant schon die Olympiaden so nach der Zeit nach 2010 oder so. Man braucht eben manchmal für wichtige, große, gute Ereignisse eine lange Vorlaufzeit und das gilt auch für diese Ausstellung heute. Im Anschluss bedankt sich die Workshop-Organisatorin Monika Selke bei den Teilnehmern und Helfern, ohne deren Engagement diese Exposition nicht möglich geworden wäre. Ich bin beeindruckt, mit wie viel Enthusiasmus man sich vorbereitet hat auf diese Ausstellung. Das finde ich gut. Denn wissen Sie was? In unserem Sprachgebrauch gibt es zu viele englische Wörter. Und dann sagen Sie mal, die Patchwork-Gruppe. Patchen tun wir später. Wir müssen nämlich so alt werden, wie keiner werden kann, weil wir Stoffe ohne Ende haben. Und dann meinen Sie auch, wir killen. Wir lassen alle leben. Wir quilten. Und der Kilt, den überlassen wir den Schotten. Denn es ist wirklich ein Quilt. Ich möchte mich bedanken, dass wir trotz 6 Jahre Wartezeit die Chance hatten, hier in diesem wunderschönen Objekt, ich denke, die wunderschönen Arbeiten, die Sie heute sehen werden, es sind 44 Stück, aufhängen zu dürfen. Vergnügen dem Sprudel der Becher des Lebens so reich. Beim Klange der Hörner im Grünen zu liegen, den Hirsch zu verfolgen durch Dickicht und Teich, ist fürstliche Freude, ist männlich Verlangen, erstarket die Glieder und würzet das Mahl. Wenn Wälder und Felsen uns fallend umfangen, ist Feier und Freude der volle Pokal. Jo, ich lese und habe mir gerade eben noch mal angehört, dass dies die 15. Ausstellung der Galerie im Kraftwerk ist. Und ich habe eben noch mal nachgefragt, zum 15. Mal in Folge eingeladen, hier ein paar Grußworte zu sprechen. Also es verlangt wirklich nach einem echten Beifall. Wir sind auch stolz, dass dieses Bündnis Kraftwerk und Kunst so lange hält und noch so eine gute Zukunft offenkundig vor sich hat. Und es ist richtig, wir stellen heute, und das ist nicht die Regel, eine Fotografin aus. Wüste hier, Landschaftsfotografie mit Motiven aus Braunkohlegruben und Tagebaurestlöchern sind heute das Thema. Laudato Herbert Schirmer, ehemaliger Kulturminister der DDR, zur Kunst der Fotografie von Petra Petrik. Die inzwischen erkennbaren Petrikschen Stimmungen, Tönungen und Nuancierungen subsumieren den ganzen Reichtum der Formen und Strukturen aus dem Beziehungsgeflecht Umwelt und Mensch, wobei die sozialen Akteure lediglich durch die Spuren, die sie hinterlassen, in der Landschaft präsent sind. Ein großer Dank für das Gelingen der Galerie im Kraftwerk gilt allen Helfern im Hintergrund, wie unseren Hausmeistern, den Kraftfahrern, sowie dem Personal, welches für das leibliche Wohl der Künstler und Gäste gesorgt hat. Für mich ist diese Vernissage zugleich auch eine Finissage. Das gibt es nämlich in der Kunst auch. Der letzte Tag einer Ausstellung wird heute immer häufiger mit einer Finissage eingeleitet, wo man also das Ende der Ausstellung bekannt gibt. Für mich ist es das letzte Mal, dass ich heute hier eine Ausstellung als Vattenfall Europe Arbeitsdirektor eröffnen darf. Denn ich werde am Jahresende in den heiligen Stand der Rente eintreten und damit den vielen Folgen, die vor mir gegangen sind in den 15 Jahren, in denen ich hier in der Region, erst bei der FEAG und dann bei Vattenfall Europe tätig war. Und das ist natürlich auch schon ein Wort wert. 16 Mal in Folge war ich hier und seit 1998 sind diese Ausstellungen eine gute Tradition geworden in der Region und mit einem immer noch stärker werdenden Echo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich heute den langjährigen Partnern der Ausstellungen in der Galerie im Kraftwerk Dank sage, dann ist das mehr als nur eine Geste der Höflichkeit, denn Sie waren und sind Mitträger, Partner, die zum Gelingen unserer künstlerischen Arbeit hier beitragen. Das ist nicht alltäglich, das gibt es selten, das zeigt Bürgersinn und Bürgergeist
Und deshalb auch heute meinen herzlichen Dank an die Knauf-Gipswerke der Stadtbrauerei Wittichenau. Und Herr Glab verdient sicherlich auch einen Beifall, wie die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie, die auch diesmal wieder uns unterstützt. Meinen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VSG GmbH. Der neue Kraftwerksleiter Horst Poser gratuliert Ricarda Maria Pohl zur erfolgreichen Ausstellungseröffnung. Hinter dem schlichten Titel Malerei und Objekte verbirgt sich anspruchsvolle Kunst in Form von Bildern und Skulpturen. Ihre Arbeiten bestechen durch eine breite Farbvielfalt und klassische Motive, oft abstrakt interpretiert. Maria, welche Inspiration hatten Sie für diese Bilder und was hat Sie bewogen, sie gerade in dieser Viererreihe so aufzuhängen? Also das Thema lautet hier junge Frauen in der Natur. Badende sind das hier. Und hier habe ich sie als Viererreihe aufgehängt, weil sie ein Teil der Öffnung dieses Raumes sind, also dieser Öffnung. Es ist ein Architekturelement, gegenüber sind ja ebenfalls nochmal vier und ich betrachte meine Malereien als Raumobjekte, die auch gleichzeitig den Innenraum gestalten und neu gliedern sollen. Der Herr Dr. Martini hat in seiner Rede erwähnt, das kam natürlich für uns überraschend, dass er heute wahrscheinlich seine letzte Ausstellung begleitet hat. Ich hoffe, dass Sie auch künftig hier als Gast da sein werden und lade Sie auch für die künftigen recht herzlich ein. Spontan haben wir natürlich ein bisschen was vorbereitet. Wir sprachen vom Schlachtschiff und wir möchten Ihnen als Vorab möchten wir Ihnen zwei Weingläser mit den Motiven des Kraftwerkes Schwarze Pumpe als kleines Dankeschön überreichen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin wirklich sehr gerührt und hatte das absolut überhaupt nicht in meinen Horizont aufgenommen, dass ich hier auch noch gefeiert werde heute. Aber ich werde es mit einem vernünftigen Tropfen gern genießen und auf die Zukunft dieses Kraftwerks und der Menschen trinken, die hier auf lange Zeit eine gesicherte und gute Arbeit haben. Vielen herzlichen Dank. Brandenburgs Kulturministerin Professor Johanna Wanka eröffnet den zweiten Chorwettbewerb. Dass ein Chortreffen in einem Kraftwerk stattfindet, ist ungewöhnlich. Dass Vattenfall sich sehr engagiert im kulturellen Bereich, das haben wir auch bis Potsdam zur Kenntnis genommen. Dass der Chef in der Jury ist, da habe ich ein bisschen gestutzt, aber man kann ja musikalischen Sachverstand haben, unabhängig davon, welchen Beruf man hat, sodass ich denke, das hat alles seine Richtigkeit und singen muss er ja nicht selber. Musik soll vor allen Dingen Freude machen. Und manche sagen ja, Musik ist die beste Form. Auf jeden Fall ist es eine sehr angenehme Form der Kommunikation. Wir leiden immer ein bisschen darunter, dass in den Chören die Männer fehlen und die jungen Leute fehlen. Bei der Altersstruktur derer, die heute hier sind, habe ich gehört, geht von 6 bis 75. Also das ist eine sehr, sehr schöne Spanne. Und auch, dass es einen Publikumspreis gibt, wurde mir gesagt, resultiert daraus, weil es letztes Jahr doch Diskussionen gab vom Publikum mit der Jury und dass man also diese Möglichkeit eröffnet, dass direkt auch das Publikum seinen Lieblingschor küren kann. Ich denke, der Enthusiasmus beim letzten Mal, so etwas wie der Publikumspreis, zeigt, dass es sehr lebendig ist, dass es also heute im besten Fall wieder eine Veranstaltung wird, an der alle Spaß haben können, die organisiert haben, sich freuen, wenn es perfekt läuft, die Sänger und natürlich auch die Besucher. Und dazu wünsche ich Ihnen viel Freude. Schönen Dank. Klingt doch der Spruch so lieb und rein, mein Herz soll dein Geheim sein. Klingt doch der Spruch so lieb und rein, mein Herz soll deine Heimat sein. Wir rappen wie die Hölle, wir rappen auf die Schnelle. Wir sind so fit und finden's toll. Wir sind die Musicians, jawohl, jawohl. Wir singen ganz famos.
hat das nichts zu tun. Und ich denke, das, was hier sehr gut funktioniert, die Kooperation im kulturellen Bereich zwischen der Kommune und dem Wirtschaftsunternehmen, das ist das, was wir an vielen Orten in Brandenburg brauchen. Und nicht deshalb, weil die Kommune wenig Geld hat oder das Land, sondern weil Kultur ist eine Aufgabe, Kultur zu befördern, Kultur zu ermöglichen. Die braucht übergreifendes Engagement. Da ist das Land gefragt, da muss die Kommune sich engagieren, aber da sind auch die vielen privaten Ehrenamtlichen gefragt und eben auch die Wirtschaftsunternehmen vor Ort. Und es ist sehr schön, dass wir hier ein Beispiel haben, wie es gut funktioniert. Man kann Vattenfall an dieser Stelle nur loben. Seit der Eröffnung der Kunstgalerie vor 8 Jahren haben fast 200.000 Besucher Kunst und Kultur im Kraftwerk Schwarze Pumpe erlebt. Pumpsche Vielfalt in der Region.